Ja, hallo und herzlich willkommen, meine Freunde. Geduld ist eine Tugend. Das ist ein Spruch, den bestimmt jeder von euch schon mal gehört hat, meist dann, wenn man ihn am wenigsten hören wollte. Aber gerade in Tarkov ist dieser Spruch ziemlich oft angebracht, da es halt auch einfach mal sinnvoll ist, ein wenig abzuwarten, seine Position nicht zu verraten und nicht einfach auf gut Glück den Gegner zu rushen. In diesem Raid auf Interchange war auf jeden Fall Geduld gefragt. Denn zum einen wurde durch den Livestream-Chat bestimmt, dass ich die DVL 10 spielen muss. Und als wenn das auf Interchange nicht schon schwer genug wäre, hatte mein Mate für diesen Raid, der Diablo, so harte Ping-Einbrüche, dass mir nichts übrig blieb, als ihn von seinem Leid zu erlösen und alleine weiterzuziehen. Mehr möchte ich auch gar nicht verraten, meine Freunde. Schaut euch das Ganze einfach selbst an. Deswegen der ganze Raid für euch hier einmal wieder uncut. Ich bin's wie immer, euer Gunshot. Danke euch fürs Zuschauen und wünsche jetzt viel Spaß mit dem Video. Alter, doch wieder so schlecht raus. Ja, ich weiß. Tut mir leid. Ja, ich hab dir ins Auge geschossen. Scheiße, tut mir leid. Was? Naja, so ist der Helm in mein Heile geblieben. Was hast du geladen? In der Waffe 5.5. Max 5.6. Okay. Ja, nimm die doch als Zweitwaffe mit. Ach so. Gut. Oder ist das nicht erlaubt? Ja, weiß ich nicht. Zur Not. Aber eigentlich will ich das ja nur stashen und dann gehe ich hinten raus und dann mache ich nochmal eine neue Runde. Mehr hatte ich jetzt nicht vor. Ach, ich kann ja auch den Scheiß einfach versuchen mit rauszunehmen, dann brauchst du nichts wieder mitbringen. Scheiße. Hier hinten wird genadet. Ja, ist egal, ich lasse die Scheiße jetzt hier. Oh Gott, hier bin ich ja voll eingeschlossen. Oh, ich bin so schwer. Ich werde deinen Scheiß stashen. Fuck, da ist wer. Hätte die Nate nicht eigentlich töten müssen?
ich höre auch nichts, Alter. Ähnlich, oder? Warte mal. Ne, hab ich nicht. Super Grenadier, kannst du immer noch mal gut nachgucken. Er hängt jetzt da an dem Busch und guckt nach vorne raus. Wie ich jetzt angelaufen komme. Er bewegt sich. Rush ich den jetzt einfach? Ich habe deine Magazine nicht eingepackt, glaube ich. Nö. Ich will ihn noch mal hören. Ist drauf, Alter. Ist hier nicht mehr.
Okay, ist schon weg. Wer ist das, wo ich ihn gehört habe? Angeblich oder anscheinend schon sein Laufen gewesen. Er hat sich nicht nur minimal verschoben. Was? Was war das? Was ist das? Von wo? Ich höre halt nichts durch dieses scheiß Flugzeug, Mann. Er ist nach hinten weiter und campt mich jetzt ab. Das ist nicht sein Ernst. Soll doch froh sein, dass er es überlebt hat, Alter. Warum sind alle immer gleich auf Rache aus? Jetzt zieh ich nach hinten weg. Ja, er sieht mich ja. Ich habe ja hier eine kleine Senke, deswegen kann er mich gerade nicht abschießen. Er hat mich ja eben schon beim Wegrennen angeschossen, weiter. Ich warte jetzt kurz, bis geheilt ist, der Scheiß hier. Nach hinten halt bin ich nur offen. Aber du hast nur einen Mac. Ich glaube, das war ein anderer, oder? Kann auch sein, dass er dahin zurück ist. Der hätte mich ja weiter anschießen können. Das kann nicht der gewesen sein. Hast du deine Waffe schon nachgeladen? Meine ja. Ich könnte kriechen zu dem, dann könnte er mich vielleicht nicht sehen. Könnte gucken, was der für eine Waffe hat. Ja, pass auf. M700?
Hat mich eine M700 angeschossen? Das weiß ich gar nicht mehr. Sehr gut. Da ist nochmal eine Nade. So. Oh, Energy. Habe ich nichts mit zu. Habe ich nicht was zu essen mitgenommen? Ach, mein Bauch war weg. Scheiße. Zeit ist rausgekommen. PP sogar. Ist sein Rucksack angelegt oder nicht? Nee, noch nicht, weil dann sieht, das sieht man halt als erstes, dass ich denn. Was ist denn jetzt die Leiche? So, jetzt renne ich nach hinten weg, oder? Muss ich raus? Ray muss eh da lang. Wenn er es war. Ich fand es trotzdem sehr, sehr leise für eine. Oder er hat halt aus einer übelsten Entfernung geschossen. Die hat auch Charlie drauf. Ich weiß nicht, ob er mit der M700 oder mit der MK auf dich geballert hat. Ja, stimmt auch wieder. Geh nochmal zurück, frag ihn bitte. Was bitte? Geh nochmal zurück und frage ihn. Okay, ja klar, ich warte. Ich gehe kurz in den Busch und dann. Kann nicht sein. Kann nicht sein. Du, Typ, das müssen wir klären. Ja, das geht so nicht. Ich glaub auch. Ich muss immer noch die DVL spielen. Die nächste Runde. Oder musst du so lange spielen, bis du drauf bist? Nee, aber das war jetzt gefühlt keine richtige Runde hier. Ich habe auch ihn nicht mit der DVL erschossen, sondern mit deiner Knarre. Mit dem einen Mag, ey. Aber zum Glück hattest du 855 in der drin, ey. Ich glaube, er dachte nämlich, du hast bloß die Sniper. Ja. Ich weiß auch nicht, was von welchem Punkt er ausgeschossen hat, dass der mich da nicht hat liegen sehen. Und dann einfach auf mich zugestratzt. Aber ich sag's ja. Man muss nicht immer dieses übelst aggressive Play haben. Manchmal rentiert es sich auch einfach, ein bisschen Geduld zu zeigen. Wenn ich jetzt hier auf der Straße weiter oder lieber in der Senke? In der Senke, wa? Ich denke, er ist davon ausgegangen, er wusste halt nicht, ob du draufgegangen bist oder nicht. Er hat wahrscheinlich mitgekriegt, dass er dich getroffen hat. Mhm. Dass du zu Boden gegangen bist. Ich glaube, da hinten läuft gerade einer. Ich glaube, da ist gerade einer gelaufen. Ja, ich snipe jetzt nicht zurück. Schon wieder zu schwer. Achso, apropos zu schwer. Ach nee, es zieht wieder übelst Energy ab, dann habe ich gleich kein Stamina mehr. Vergiss es. Bringt mir SJ6 jetzt auch nichts.
drin wird noch geballert. Hart. Oh, scheiße, aber ich poppe ein SJ6. Damit mache ich ja keine Meter, wenn ich hier so weiter renne. Checkpoint. Mit mir einer Essen hingelegt. Ja, na klar. Sie können Essen dabei haben, ne? Ich hab doch Essen schon gefunden gerade. So, Peter, ich nehme die DVL gleich nochmal mit und dann läuft das vielleicht ein bisschen anders. Ich hatte nur PP drin. Aber der, den ich angeschossen habe, der sah auch nicht ansatzweise so juicy aus wie der. Also entweder ist einfach der eine, den ich angeschossen habe, wirklich weggerannt. Der andere hat mich dann bloß da rumrennen sehen und hat mich angeschossen. Aber das war der, auf den ich geschossen habe, das könnte man sich in der Videoaufnahme ja nochmal reinziehen. Der war nicht ansatzweise so gut gequippt wie der hier gerade. Mit der Redoute und alles, das hättest du gesehen. Ich weiß nicht, ob der andere einen Unterhelm oder sowas auf hatte. Hm. Ist ja auch egal, du hast die Zeit mit dir, du lässt dich nicht verarschen. Nee. Du wehrst dich. Ja. Kommt dran auf den Meter, ich mach euch kaputt, Junge. Ja, komm dran auf den Meter. Ja, oh Mensch. Guck mal, ich hab noch einen Spieler getötet. Nee, du hast beide gekillt. Nee, dich hab ich noch. Ach so, ich wollte gerade sagen.